Und dann hoffen wir einfach mal, dass es klappt. Also ihr seht auch jetzt, ich habe den Laden halt auf Maximum ausgedehnt, ne? Also größer geht halt auch nicht. Jetzt bin ich gespannt, was unsere Statistik sagt. Weil unser Unternehmen macht gut plus, so ist es nicht. Minus 2000 nur noch. Das klingt total doof, dass ich mich da so drüber freue. Aber minus 2000 ist richtig gut. Weil wir da ja jetzt dann noch einen Tag sind. Und wir sind von minus 11 auf minus 2000 schon gegangen. Wenn wir jetzt noch Werbung schalten, dauerhaft und das Personal dauerhaft erhöhen, haben wir dieses Konzept, diesen Laden durchgebracht mit Hängen und Würgen. Ich würde jetzt gerne, ja, dieser Laden wird kurzzeitig wahrscheinlich Minus machen, aber das ist dann halt so. Ich würde gerne in diesen Laden jetzt auf jeden Fall wieder reingehen. Ja, denn das geht deutlich runter, erwartete Ausgaben, weil wir halt weniger Ausgaben haben. Was für ein Zufall. Wir gehen jetzt nochmal in den Laden rein. Dann mache ich Fotos und so, damit ich weiß, wie wir das Elegantia-Konzept machen. Also, wie ich das dann anwende später auf die anderen Läden. Und dann müssen wir halt gucken, ne? So. Also erstmal mache ich hier so ein Foto. Ich mache das jetzt auch direkt im Laden. Dann kann man halt direkt auch sehen. Dann kann ich auch direkt sehen, wie das angeordnet ist und so weiter und so fort. Die ganze Wand ist einfach voll, ne? Das ist so die krasse Wand hier, ne? So, dann machen wir mal. Ja, die Fotos sind halt natürlich jetzt. Ich gebe zu, es ist ein bisschen schwierig zu fotografieren, weil der Laden jetzt so vielfältig ist, ne? Also. Das ist natürlich jetzt hier schon eine Kunst, das dann zu, ich sag mal, zu rekonstruieren auch, ne? Also das wird natürlich jetzt auch eine Aufgabe dann später werden. Ich werde einfach mal die ganze Wand voll machen, das zähle ich auch gar nicht. Ja, hier machen wir auch irgendwie. Keine Ahnung, machen wir mal so ein Foto. Man muss auch gar nicht so viel, also es muss auf den Fotos nicht so viel drauf sein, weil wir werden das andere auch noch fotografieren gleich. Deshalb die Aufsicht von oben werden wir noch fotografieren. Und so weiß ich immerhin, wie was angeordnet ist und so. So dass wir das ungefähr hinbekommen. Zumindest auf die anderen Läden. Wie gesagt, jetzt ist hier gerade ein bisschen Fototermin für das ganze Ding. Und auch die Kassenbereiche werden natürlich fotografiert. Ja. Meine Mitarbeiter muss ich natürlich. Wenn es geht, sofort befreien, ne? Weil Mitarbeiter, wenn die festhängen, ist immer ein bisschen blöd. Sag mal, du willst mich doch veräppeln jetzt hier, oder? Aber das, wie gesagt, ich finde, das ist, wenn das so ein bisschen ist, ist das okay. Jetzt kommen natürlich auch mehr Kunden rein, deswegen wird sich das jetzt ein bisschen mehr wie jetzt werden. Das ist aber normal wegen der Werbung. Und an sich muss jetzt dieser Laden erstmal einfach auf sich selber klarkommen, ne? Wie gesagt, wenn der irgendwie Plus macht, ich wäre so, das wäre die Rettung vom Projekt. Ich habe jetzt aber auch echt.
Man muss dazu sagen, bis ich jetzt auf die Idee gekommen bin, also das so zu machen, wie ich das jetzt habe. Ich habe ja viel ausprobiert, die ganzen Wochen, wo das Projekt pausiert hat. Ich habe ja immer wieder, also ich bin ja keinen Tag weitergekommen, weil ich immer wieder abgebrochen habe, weil ich immer sofort gemerkt habe, okay, das, was ich hier jetzt gerade probiere, funktioniert nicht. Dass ich sehr umso glücklicher bin, dass das jetzt geklappt hat und wir vielleicht ja sogar ins Plus kommen. Ich gebe zu, ich finde den Ladenaufbau mega cool, so weil der so abwechslungsreich ist. Man kommt überall hin. Ich weiß halt nur jetzt nicht, wie gut die Kunden, wie gut das bei den Kunden ankommt, was ich hier gemacht habe. Und diese Nachricht hier kommt wahrscheinlich auch nur in diesem Laden unendlich oft so gefühlt. Aber ich finde, es ist gut geworden. Also für das, was ich erreichen wollte. Schulterklopf hier. Wie gesagt, in diesen Laden muss natürlich jetzt noch Personal rein ohne Ende. Sodass wir hier Leute haben, die auffüllen. Und es nicht ganz so schlimm ist, wenn mal jemand gegen ein Regal läuft von meinen Mitarbeitern. Weil die kommen ja wieder weg da. Also das ist ja jetzt nicht so, dass die hier auf alle Ewigkeiten immer überall vorlaufen. Das darf man ja auch nicht so sehen, ne? Also. Es ist im Übrigen nicht mehr Ware geworden. Also ich habe keine Artikelauslagen ergänzt oder neue Artikel bestellt oder so, sondern es ist wirklich einfach exakt 1 zu 1 die alten Auslagen praktisch, nur dass ich halt den Laden ein bisschen größer gebaut habe und die Anordnung der einzelnen Elemente komplett verändert habe. Dann habe ich ausprobiert, ob vielleicht andere Lampen geeignet wären. Und habe mir auch überlegt, ob es sinnvoll ist, vielleicht eine Wand noch rein zu. Ja, ich komme. Wo sind die Kassen? Da sind die Kassen. Und habe auch überlegt, ob es vielleicht noch sinnvoll ist, eine Wand zusätzlich reinzuziehen, um noch mehr Artikel auch an Wänden platzieren zu können. Da bin ich aber tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass ich das nicht möchte. Weil ich dann. Weil das so ja eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also, ich könnte natürlich jetzt da in der Mitte dann noch so diese zwei Ständer da wegmachen, indem ich noch die Schuhe dann an die Wände packe, die ich da irgendwo mitten in der Mitte klatsche. Aber ich möchte auch nicht einfach random in meinem Geschäft Wände haben. So. Weil, warum sollte ich random irgendwo. Ein Kleiderbügel. Okay, gut. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich, ne? Wie gesagt, ich glaube, ich konnte den Fehler so weit bereinigen, dass wir mit dem Laden auch ins Positive kommen. Also alles gut. Katrin, läufst du gerade irgendwo gegen? Nee, du läufst nirgendwo gegen, okay. Ich bin auf dem Weg, ihr braucht gar nicht pfeifen. Okay, ihr pfeift. Man könnte meinen, dass da die besonders teure Ware hängt, tut's aber nicht. Und meine Angestellten kommen halt auch von alleine von, wenn sie davor laufen, sie kommen da auch alleine wieder weg, das finde ich das Allerbeste. Also, es ist nicht so, dass man jetzt hier, dass die Leute ewig lange alle festhängen. Sondern vielleicht mal kurzzeitig. Und dann aber auch weiterkommen. Sag mal, Katrin, wo bist denn du? Wie, hier pfeift vielleicht jemand. Sie ist nicht im Pausenraum. Hey, wo ist. Ja, ich komme. Hey, wo ist denn Katrin? Da? Aber warum sollte sie da lang gehen? Das wäre ja vollkommen dämlich.
Toll, Katrin. Bist echt super. Das sieht jetzt so viel aus, aber das sind immer nur so zwei oder drei Menschis, die da halt auf einem Haufen rumtanzen. Das ist nicht so viel. Im Gegensatz zu dem, was da vorher war. Der Laden ist auf jeden Fall deutlich besser besucht als vorher. André ist da. André! Dann kann ich nämlich hier mal eine Warteschlange zumachen. Und auch die Kasse zu. Und mal hier. Es ist echt gut, wie gut das funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Schulterklopf hier, ja? Also klar, die hängen hier manchmal immer noch fest. Aber im Grunde muss ich echt sagen, ich bin sehr zufrieden. Gut, nein, zufrieden, ja. Weil wenn ich das jetzt einfach dazu mache. Ach, hier bist du, Katrin. Da hängst du doch fest, ne? Das ist doof. Ja, aber guck mal, kannst nach Hause gehen. Hoste Freu. Guten Tag, André. Ich mache jetzt hier die Kasse auch auf. Und dann haben wir nämlich zwei Kassen offen. Wie gesagt, wir brauchen jetzt hier Personal, damit der Laden voll wird und wir die Artikel in den Laden bekommen, die wir haben. Dann macht der Laden Safe Plus. Meine Maßnahmen haben geklappt, würde ich behaupten. Ich meine, es wird immer die Leute geben, die da jetzt dooferweise vorlaufen. Auch meine Mitarbeiter. Aber so kann das Projekt weitergehen. Und das macht mich wirklich sehr happy. Ich muss sagen, ich finde das Ladendesign auch eigentlich ganz schick. Also den Kassenbereich mag ich Tatsache sogar sehr. Da müssen wir nur gucken, dass wir das halt ungefähr immer so hinbekommen aus platztechnischen Gründen. Jo, ciao. André macht wieder seine Kasse auf. Ich mache meine Kasse wieder zu. Dann kann ich nämlich noch ein bisschen auffüllen. Also, dass wir ein bisschen mehr Ware wieder haben. Und dann läuft das doch. Leute, ich bin zufrieden. Wir werden jetzt zwar ein bisschen Geld, wie gesagt, für die anderen Läden dann nochmal. Bisschen, na, was heißt Geld? Eigentlich kostet das nicht so viel, weil ich glaube, wir brauchen halt für den restlichen Bauplatz halt nochmal ein bisschen Kohle, weil wir die Läden ja irgendwie erweitern um gewisse Bereiche. Aber ja, so ist der Laden definitiv ins definitiv im Plus. Wir sind mit 14.000 gestartet. Wir haben jetzt 24.000. Den Laden habe ich, glaube ich. Ich gebe zu, das war auch, es war auch aufwendig, ja. Ja, ich komme. Aber den Laden haben wir gerettet. Und das Projekt damit übrigens auch. Weil hätte ich jetzt alles verkaufen müssen, nochmal hätte ich es nicht gemacht. Also ich hätte nicht nochmal ganz von vorne angefangen mit diesem Laden. Also keine Chance.
Aber so gefällt mir das ausgesprochen gut. Ja, gut, okay, das da hinten ist halt ein bisschen nervig, aber. Also, es ist nervig anzusehen, finde ich, aber. Ich beschwere mich nicht. Solange wir Plus machen. Leider keine Bewerbung, das ist schade. Niemand will mehr Kohle, das ist auch gut. 4000 bestelle ich. Super, läuft. Nächster Tag. Bitte mach einfach schon Plus, ey. Das wäre so gut, wenn der jetzt schon Plus machen würde, der Laden, ne? Weil wir haben eigentlich richtig viel Geld gemacht. Also. Wir haben eigentlich gut Plus gemacht. Das muss man einfach sagen. Der Laden kann Plus machen, definitiv. Hat er jetzt bewiesen. Und er macht Plus! Das Projekt ist gerettet. Oh, das macht mich richtig glücklich. Das ist so richtig übertrieben, ey. Ich bin richtig happy. Dann gehen wir jetzt Laden für Laden durch. Ich meine, ich kann ja schon sagen, wir werden jetzt halt dann Stück für Stück, Konzept für Konzept überarbeiten. Bis es so ungefähr passt halt. Ich glaube, das ist der, ne, wo ich jetzt reingehe. Ja. Geld einzahlen. Du bekommst mal 20.000. Damit ich halt ganz in Ruhe das kaufen kann, alles, was ich brauche. Dann wird das ummodelliert. Ich möchte mal eben hier die Zufriedenheit von meinen Mitarbeitern abchecken. Dass die hier schön fleißig sind und dass es denen auch gut geht. Schließlich war ich hier jetzt schon lange nicht mehr unterwegs. Das muss man ja auch mal so sagen, ne? Lange habe ich hier niemanden mehr eingestellt oder gesehen. Deswegen müssen wir das jetzt einmal hier kurz abchecken, ja. Optimismus ist hoch, gut. Das ist auch gut, das ist auch gut. Habe ich für Elegant hier schon drei Leute, weil wenn nicht, mache ich das jetzt zur Feier des Tages, stelle ich direkt drei Leute ein. Nee, euch geht's auch gut. Und wie sieht's ganz oben aus? Habe ich für Aatrox auch schon Leute, weil ich möchte eigentlich jemanden einstellen, einfach weil ich's kann. Ja, für Aatrox habe ich tatsächlich auch schon alle drei und der Optimismus ist auch hoch. Dann kann ich nichts ändern. Das war jetzt eine sehr schwere Geburt, dieser Laden.